Stimmt, diese Splitter habe ich gesammelt. Das Streamlight. Wir könnten also jetzt ins nächste Disney-Gebiet quasi hin und uns den nächsten Charakter holen. Rein theoretisch. Ich habe ein paar Tiere gefüttert. Ich glaube, wir haben jetzt ein Tier mehr. Es ist das Eichhörnchen. Und hier hatte ich, glaube ich, auch ein paar. 12 Uhr nachmittags. Ja, da sind wir dran vorbei. Hallo, Daki. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Ich bin beide, du bist. Ah, nee. Doch, doch, die sind jetzt da. 12 Uhr nachmittags bis 12 Uhr morgens. Okay. Ja. Gut, die Füchse haben wir noch nicht gesehen. Ist heute nicht da. Ist heute überall nur noch. Ah, oh, okay, das haben sie wohl geändert. Okay. Das ist eine kleine Änderung. Krokodil hat die noch nicht gefüttert. Habe ich noch Möhren im Gepäck? Nein, habe ich nicht. Das ist ganz sinnvoll immer wieder. Muss mir gleich noch Möhren holen. Also wie gesagt, ich hatte ein bisschen was gemacht, nicht viel. Hallo, du kleines Eichhörnchen. Ich glaube, rein theoretisch hätten wir auch schon ein Kennickel mehr, wenn es nicht einfach plötzlich im Nichts verschwunden wäre. Okay, das kann ich gerade nicht mitnehmen. Ich habe gerade keinen Platz in meinem Inventar. Dann, was hatte ich denn noch gemacht? Ja, die Fotoaufgabe hatte ich gemacht. Hier hatte ich jetzt alles hergestellt für sie. Hier sind wir noch am Sammeln. Und hier sind noch Aufgaben, die wir noch annehmen können. Jo. Das ist die neue Story Quest. Die kennen wir nämlich noch nicht. Und mit Maui müssen wir auch noch sprechen. Soweit. Wie gesagt, sonst hat sich, glaube ich, nichts geändert. Wie gesagt, ich betone nochmal, wenn ihr Lärm hört, ist es frisches, renoviert. Der Stauraum wird jetzt bei uns hier fertig gemacht. Ich weiß noch nicht, wie dann die nächsten Streams aussehen werden. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen weniger Streams geben. Je nachdem, wie die Wochenenden dann aussehen. Okay, da haben wir noch ein Möhrchen. Ich fühle mich halt einfach wie auf dem Bau. Das ist irgendwie so weird. Sonst habe ich nichts, was da rein kann, ne? Nee, aber die Karotten kann ich halt rausnehmen. Brauche ich. Bei Knoblauch habe ich, glaube ich, noch irgendwo anders. Die Blaubeeren haben wir noch nirgendwo. Hier noch Knoblauch. Wo auch immer ich mit dem ganzen Kram hin soll. So. Das kommt erstmal damit hin. Das kann ich danach immer noch rausholen. Ja, ich habe hier ein bisschen was im Inventar. So. Hat sich alles so ein klein bisschen jetzt schon verändert. Jo, wie gesagt, bei den Charakteren Merlin ist auf 10, Wally ist auf 10. Um Vaiana können wir uns rein theoretisch heute kümmern. Nachdem wir Goofy, den hole ich jetzt gleich einmal, gegrillt haben. Okay, Lachs haben wir, glaube ich, auch noch nicht.
Aber wir haben den Aquamarin. Der ist auch hinter mir. Vielleicht reicht das jetzt auch schon. Oder könnten wir Vajana mitnehmen? Und ganz hat die mit uns rum. Hallo, Kumpel! Hi! Da, guck mal. Wir haben Aquamarin. Wie wär's mit einem kleinen... Okay, und er ist auf 10. Sehr gut. Armin nehme ich auch auf 10. Oh mein Gott, der ist cool. Den will ich haben. Das ist aber auch cool. Ich habe kein Geld übrigens. Okay, die Sachen sind jetzt nicht so... Die Schuhe hätte ich gerne. Ich glaube, es war beim letzten Mal schon. Das Kleid hätte ich auch immer noch gerne. Okay. Sei gegrüßt, Nachbar. Der Wald der Tapferkeit könnte ein beliebtes Ausflugsziel sein, weißt du. Aber so wie er jetzt aussieht, wird niemand in diesem Wald wandern wollen. Ich werde ihn dekorieren und ihn zu einem perfekten Ort machen. Für ein romantisches Picknick. Ich selbst bin kein großes Turteltäubchen. Ein bisschen Romantik im Marketing ist nie verkehrt. Freundlichen Dank. Das ist einfach nur seine Aufgabe. Einen schönen Tag noch. Was brauchst du eigentlich? Glänzende Aquamarin. Praktisch. Hey. So werden wir unsere Steinchen los. Und wir kriegen Geld. So. Das können wir mal mitnehmen. Geht hier noch hier? Da hinten habe ich, glaube ich, eben auch eins gesehen. Achso, ich habe gerade keins. Äpfel. Okay, wir wissen aber, dass hier im Graus noch rumläuft. Wir haben die zwar schon, aber egal. Prinzip. Lieber alles füttern. Jetzt werden wir eins vergessen. Wo auch immer es jetzt hin ist. Das ist immer mein Problem. Danach finde ich diese Viecher nie wieder. Bin blind. Ich sehe nur das Braune noch. Da. Bitte schön. Jo. Karotten brauchen wir auf jeden Fall für die Häschen unten. Hi. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Sehr gegrüßt, meine Liebe. Was brauchst du denn? Achso, dich haben wir ja schon auf. Verflixt und zugenäht. Wir haben ein neues Problem. Eine Art dunkler Zauber liegt über dem großen Baum auf der Lichtung des Vertrauens. Sie ist anders als die andere dunkle Magie, mit der wir es zu tun hatten. Sie ist schwieriger und viel mächtiger. Ich habe den Verdacht, dass sich einer der Dorfbewohner in Zaubereien eingemischt hat, die in dem Tal nicht zu suchen haben. Und dass es furchtbar schiefgegangen ist. Ich befürchtete, dass nicht einmal deine mächtige Magie ausreichen würde, um den Band zu brechen. Aber jetzt, da die Kugel der Freundschaft, der Macht und des Mutes wieder an ihrem rechtmäßigen Platz sind, weiß ich, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Du willst, dass ich zur Lichtung des Vertrauens gehe und versuche, die dunkle Magie vom Baum zu entfernen? Wir werden dich nicht enttäuschen. Das ist die richtige Einstellung. Sobald du kannst, geh zur Lichtung und konzentriere dich darauf, deine Magie auf den Baum anzuwenden. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Aufgabe Nummer 2.
Daria, ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Ich habe eine wunderbare Entdeckung gemacht. Hast du Zeit, dass ich dir davon erzähle? Yep. Ich habe einen seltsamen schwarzen Kristall gefunden, der im Wald vergraben war. Es war in der Nähe des dunklen Portals, durch das Donald gegangen war. Bemerkenswertesten ist, dass er mit ähnlicher Magie wie die Nachtdorn durchdrungen ist. Wir müssen nachforschen, um mehr zu erfahren. Bin bereit. Ja. Das ist die richtige Einstellung. Unsere Neugierde wird uns anspornen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Mhm. So, wenn ihr den Hasen seht, sagt Bescheid. Schreit einfach ganz laut. Oh nö. Ich hasse es. Das schaffe ich mal so nicht. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Also, wenn ihr den Hasen seht, schreit einfach. Nehmen wieder alles mit. Weiß nicht, wann man es gebrauchen kann. Um die Steine kümmere ich mich, wenn ich Vajana gefunden habe. Bei Vajana habe ich auch Bergbau gegeben. Oh mein Gott. Paprika! Praktisch, wenn sich Volume alles gemacht. Du musst nur regelmäßig nachschauen. Und das Schlimmste, ich sehe nicht mehr Hasen. Der Königsfelsen. Ein paar Erinnerungen haben wir jetzt. Gut, hier erkennt man nur nichts. Erinnerungsstück bei der Gartenarbeit. Dann führt er von Kleintieren. Das ist auf jeden Fall an diesem Brunnen mit Bell. Das ist die Tanzszene mit Bell. Gut, Ralf reicht's, kann ich nicht. König der Löwen. Bei Ariel haben wir recht viel gefunden. 3 Stücke. Das ist wird. Bananen. Da ist ein Häschen. Nasen gefunden. So. Gehört aber leider immer noch nicht zu den anderen. Okay, der ist auf jeden Fall da. Der müsste auch da sein. Der ist heute nicht da. Der ist nicht da. Und der ist auch nicht da. Also Braun müsste auch noch irgendwo umschlummern. Frage ist halt nur, wo. Ich hoffe, dass er später nochmal auftaucht. Okay, Ursula ist halt einfach wieder weggeportet. Kurz da, dann wieder weg. Nett. Wer hat sie den Hasen gefressen? Weiß man's?
Da ist einer. Hallo Masaki. Wunderschönen Sonntag dir. Wie geht's? Yay. Juhu. Wir haben braunes Kaninchen. Wir haben jetzt nicht nur Eichhörnchen, wir haben auch endlich ein braunes Kaninchen. Oh mein Gott. Schön. Das ist eine 12 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Also müsste das weiße Kaninchen, weiße Eichhörnchen eigentlich da sein, ist es aber nicht. Kommt wahrscheinlich nur unter ganz seltenen Bedingungen hervor. So, wo ist Vajana? Vajana ist unten. Ich will nämlich mit Vajana rumlaufen. Ich war nur doof, ich habe die Algen vergessen. Daria, ich habe ein Boot gefunden. Es liegt am Strand und ist beschädigt, aber nicht allzu sehr. Komm und sieh es dir mal an. Okay. Folge mir. Bis bald. Mhm. Ich habe kein... Oder habe ich die Algen mit? Doch, ich habe 2 Algen mit. Huch. Oh mein Gott, die ist schön. No, oh, das ist auch niedlich. Okay. Jetzt nebenbei nach Schildkröten suchen. Da ist eine. Da weiß ich nämlich jetzt auch, wie man an die Schildkröten rankommt. Zwar einfach daneben stehen bleiben. Und im Ganzen bin ich erschöpft von der Arbeit. Beginne um 3 Uhr. In den letzten Tagen erst gegen 13 Uhr fertig gewesen. Oh. Ja. Glaube ich, dass du da müde bist. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ging mir nicht anders. Wahrscheinlich auch nicht besonders viel Schlaf. Könnte ich mir vorstellen. Wo ist die andere Hildi? Andere Schildi auf anderer Seite. Bäh. Da renne ich einmal fix hin. Hier wo ich Schildi. Das könnte vielleicht auch das zweite Mal füttern für die Schildkröte sein. Ich glaube, die hat die schon mal gefüttert. Wo ist sie hin? Da. Oh mein Gott. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Hi. Oh, die Armen. Die tun mir immer so leid. Hi. Hier. Es freut sich. Ah nee, okay. War auch nur die erste Fütterung. Dann hatte ich die hier wohl schon. So hatte ich da. Morgens bis 12 Uhr mittags. Okay. Okay. Hätten wir die Schildkröten zumindest erledigt. Die brauche ich für die Waschbären. Ich weiß jetzt so immer noch nicht, was Vajana uns zeigen wollte. Hm.
Ah, da. Hi. Du hier. Großartig. Denn wir haben viel zu tun. Siehst du, es ist beschädigt, aber der Rumpf ist in Ordnung. Ich bin sicher, wir können es reparieren. Danach können wir fischen und um die Insel segeln. Vielleicht etwas erkunden? Das klingt fantastisch. Ich bin froh, dass du mich begleiten willst. Alles, was ich hier gesehen habe, ist so seltsam und wunderbar. Wer weiß schon, welche anderen fantastischen Orte sich hinter dem Horizont verbergen. Orte, die wir finden können, sobald wir das Boot repariert haben. Bis bald. Hallo Kitty. Wie geht's dir? Okay. Achso, ich wollte dich mitnehmen. Ja, dann bleib stehen. Soll ich mitnehmen? Hallo. Hi. Obstsalat habe ich leider nicht. Buntbarsch habe ich leider auch gerade nicht. Rosa Bromelie habe ich auch nicht. Egal. Komm jetzt mit. Toll. Lass uns später reden. Tschüss. Man sagt, mitkommen, die lass uns später reden. Verkaufen. Huch. Das war sinnvoll. Die Blumen kann ich erstmal verkaufen. Das hier kann ich auch erstmal verkaufen. Da habe ich so viel von, genauso wie von den Äpfeln. Na, die würde ich, glaube ich, lieber nicht verkaufen. Wir haben Kartoffeln. Okay. So, okay, so kickt halt hart rein. Oh no. Also hat sich doch richtig erwischt. Oh, scheiße. Ja, das tut mir leid, Kitty. Und du hast es vorher noch gesagt. Ich bin am überlegen, ob ich einfach gleich alle zu Bergbauleuten mache. Das ist das, was ich gefühlt am meisten mache. Stein abkratzen. Ihre Sachen sind halt so toll. Ich hätte das halt unglaublich gerne und ich hätte das Kleid unglaublich gerne. Ich finde, das mit dem Steinabbau geht auch irgendwie am schnellsten. Das ist für mir die Selfen recht gut. Ein paar Stunden Energie am Tag haben. No, trotzdem. Dann hoffe ich, dass du deiner Kette schnell wieder los bist, Kitty. Ich bin immer noch froh und verdammt stolz, dass ich mich bei Frischus nicht angesteckt habe. Das hat mir nämlich auch noch gefehlt. So, wer braucht noch alle. Wer hat noch alles Aufträge? Donald. Bei Ursula können wir abgeben. Ich muss Ursula nur gleich finden. Gut. Scheiße, das war verkackt. Hi. Oh, wie es sich freut. Aber leider auch noch keinen, oder? Nee. Den hatte ich, glaube ich, das erste Mal. Aber wir haben ja jetzt wenigstens eins der Kaninchen schon bei uns. Der andere Waschbär lungert wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite rum. Was ich jetzt auch geschafft habe, ist das Event tatsächlich.
müsste jetzt hier alles haben. Ich kann jetzt halt jeden Tag mir hier die Mondsteine holen. Das finde ich ganz praktisch. Das erste Mal, dass ich von einem Event überhaupt mal alles habe. Also, allgemein gesehen. Wir haben eine neue Wand, glaube ich, bekommen. Ich sehe nichts. Okay, den wir sperren hatten wir schon. Und hier ist sonst keiner, der ist dann auf der anderen Seite tatsächlich.